So, ich wollte aber eigentlich wieder. Du hast dich jede Nacht hinausgeschlichen, deine Tante kam fast um Versorge. Immer kommst du völlig aufgerieben zurück, was treibst du denn nur? Das geht dich nichts an, lass mich in Ruhe. Ich war ohnehin schon viel zu lange hier. Ist auch egal, ich gehe. Tschüss. Hey! So, servus. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Ich kenne den Kerl schon seit Kindertagen, aber seit kurzem verschwindet er jede Nacht. Seine Tante macht sich Sorgen, dass er in etwas Schlimmes hineingerät und hat mich gebeten, ein Auge auf ihn zu haben. Dachte, dass er mir gegenüber ehrlich ist, aber da hatte ich mich getäuscht. Das ganze Gerede über Chimären in letzter Zeit beunruhigte mich dann aber auch. Ich wollte zumindest etwas nachforschen. Wir können dem nachgehen. Du? Im Ernst? Moment, bist du etwa eine Polizistin? Was machst du denn dann hier? Ach, ist er jetzt auch egal. Du würdest tatsächlich für mich herausfinden, was er treibt. Wahrscheinlich ist er noch in der Nähe. Wenn du gleich losgehst, müsstest du ihn noch erwischen. Finde den Freund des Mannes. Hab dich. Oh toll. Ah, ich habe hier ein neues Ding. Fällt mir jetzt erst auf. Aber gucken Sie so. Ja, da links oben die Anzeige. Genau die Fusion. Ja, was ist los? Ja. Der aus der Stellung da erst immer ewig braucht, bis er rauskommt. Dum, dum, dum. Da, dum, dum, dum. Ja, ja, habe ich auch nicht vor, dass ich die benutze. Ja, das habe ich ja vorhin gesehen, den Schaden. Oh, ich sehe gerade, ich hatte gerade schon wieder einen Drop. In der Bitrate kurz. Hey, wo ist er denn jetzt? Ja, dann können sie doch gleich alles machen, oder?
Hey, hörst du mich? Was machst du denn bitte schön? Hell meinte, dass sie den Raum nach einer Chimärensichtung abgeriegelt haben. Er scheint immer noch ziemlich instabil zu sein. Also warum sind dort immer noch so viele Zivilisten? Hör mal, wir wissen nicht, was dort drin noch alles passieren könnte. Evakuiere sofort die Zivilisten. Was? Wer zum Teufel bist du denn? Was macht denn die Polizei in einem Drecksloch wie diesen? Woher wissen die, dass ich Bulle bin? Hey, ich hab dich gesehen. Verfolgst du mich etwa? Diese Polizistin will uns in die Quere kommen. Die Regierung will uns wohl endgültig aus dem Weg haben. Da wird aber nichts draus. Du gehörst zu denen, die uns damals einfach aufgegeben haben. Hast du gedacht, wir lassen dich hier lebend raus? Du bist jetzt dran. Nice. Hey. Fertig. Nicht zu glauben. Selbst zu fünft können wir nichts gegen sie ausrichten. Hier ist es gefährlich. Halt deine Klappe! Als ob wir auf dich hören würden. Na, da kommt er doch schon. Du Wertloses! Ey, was ist los? Warum auf einmal so ängstlich? Was hat sie denn auf einmal? Verdammte Lass mich in Frieden! Jetzt auf einmal, ey, den kennen wir doch schon. Oder so ein ähnliches Ding. Ach, jetzt auf einmal! Oh! Was machst du da? Alter! Aua! Na, komm her, du Mistviech. Ja, doch. So, den wollte ich. Das war Bums Banane. Gib's ihm!
klappt gerade überhaupt nicht. Ich bin Dog hier. Au, ja, 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 lappa, 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 lappa. Lass mich doch da mal weg. Bitterbaut, sei dir. Da, puh, Alter. Dieses gruselige Monster. War das eine Chimäre? Wir sollten schleunigst von dir verschwinden. Na, jetzt ist er weg, du Pfeife. Du rückst endlich mit der Sprache raus. Ja, pass auf, die Regierung hat eine wichtige Meldung bezüglich der Chimären herausgegeben. Aber hier draußen erreichten uns keine Einzelheiten, nur Gerüchte. Sie behandeln diese Zone, als ob sie gar nicht zur Arche gehört, obwohl sie am stärksten von Chimären heimgesucht wird. Hast du dich deswegen mit diesen Leuten eingelassen, um es Union heimzuzahlen? Ganz genau, erreicht haben wir allerdings nichts. Es war aber nicht alles umsonst. Jetzt weiß ich zumindest, dass es dort draußen Leute gibt, die für uns kämpfen. Auch schon gemerkt, wir kommen vielleicht nicht gegen Chimären an, aber es gibt genug, was wir für andere tun können. Du sagst es, genau deshalb sind wir beste Kumpel. Ey, danke, ich werde nie vergessen, wie du mir geholfen hast. Ja, da hoffe ich doch. Ich muss dir auch danken, du hast meinem besten Freund aus der Patsche geholfen. So, haben wir erledigt. 6-mal seltener. Der Premium wäre mal lieber gewesen. Aber jetzt. Iris Startup. We are searching the next one da drüben. So, warte mal. Kommen wir denn von hier dahin? So, wieder nach oben. Information Display. Boah, Alter, was es da noch alles gibt. Und ja, alles mitnehmen, da kann man wieder hochgehen. Information Display. Haben wir da oben noch was? Da haben wir wieder krank diesen Mann. Da haben wir wohl gleich wieder. Na, wo ist das Portal? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Go, go! Was haben wir denn da hinten? Oh, Kiste! Mal Medizin Maxi. Was ist da los?
Na, wo ist denn das blöde Ding jetzt? Hä? Echt jetzt? Warte mal, da ging es doch da hinten noch. Irgendwo hier. Ah, aber es ist, ist unten geblieben. Ja, genau. Eigentlich habe ich zwar gesagt, zieh mich mit, aber egal. Machen wir das halt nochmal. So, und jetzt so, Dankeschön. Und so. Geht doch. Und wir sind wieder in der Astrale. So. Und wieder her. Irgendwo rechts rüber müssen wir. So, wir nehmen mal so viel mit, wie wir hier kriegen. 100% werden wir eh nicht hinkriegen, aber... Ah, guck mal, hätten wir eh darüber müssen. Oh, war ungeil, glaube ich. Oh, lololololo. Ja, okay, so war das nicht gedacht. So. Und dann gehen wir da weiter. Was haben wir denn da? Was bist denn du hier? Entführte Frau. Wo sind wir denn hier? Ich konnte dem Monster zwar entkommen, aber jetzt weiß ich nicht wohin. Mir reicht es, ich will einfach nur zurück zu meinem Freund. Ja dann. Tschüss. Was? Servus. Lass mich in Ruhe. Nein! So hilft mir doch jemand, holt mich hier raus. Hammer vor uns. Was sind das Mistviech jetzt? Alter, wo rennt denn die hin? Das sind nur die Nudel. Aua, da habe ich ja Luftpass. Wow.
kriegen die jetzt wieder hin. Nice one. So, hat die was fallen lassen? Ey, die Nudel hat mir nicht mal was fallen lassen, oder was? So ein Knicker, das Mistviech. Wo sind wir denn hier und was ist das für ein Monster? Ich will hier einfach nur wieder weg und zu meinem Freund zurück. Tja, denn? Bitteschön. Haben wir es dort raus geschafft? Wahnsinn! Wo ist mein Freund? Sie müssen mich zu ihm bringen. Echt jetzt? Wow, du hast sie tatsächlich gerettet. Das muss eine verdammt gute Spezialeinheit sein, in der du da bist. Warst. Jedenfalls bin ich so froh, dass du mir meine Freundin zurückgebracht hast. Das werde ich dir nie vergessen. Meine Heldin. Naja, bitte, bitte. Und so. Ja, ganz viele seltene. Problem ist, dass uns die mittlerweile ohne Dingsbums nichts mehr bringen. So, wir müssen da rüber. Da hinten haben wir noch einen. Katzenfutter, da haben wir noch einen. Kannst du vielleicht daher kommen? Herr Kelly, was heißt denn da links oben diese Herzen eigentlich? So, da hinten müssen wir. Das habe ich nämlich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Aber wir nehmen mal den da, weil der ist ja dort. Eigentlich wollte ich ja den da, aber lass die Lidschen mal ein bisschen durchdrehen. Paranasus Nummer 1, ich wusste, dass du kommst. Ich weiß, dass du nicht mehr bei der Polizei bist und noch dazu bist du auf der Flucht. Im Vergleich dazu ist ein wenig nicht genehmigte Kunst gar nicht so schlimm, oder? Aber dich reißt es wahrscheinlich schon wieder, uns zu vertreiben, der alten Zeiten wegen. Weißt du was, ich gebe dir eine Chance, es zu versuchen. Spielst du mit? Die Regeln sind einfach. Schnappst du uns alle drei, bevor wir unser Werk vollenden, gewinnst du und wir verschwinden. Sei kein Frosch. Fertig, los! Alter, wenn man halt sowas halt hier. Na, die laufen halt zu schnell. Ja, so wird das nichts. Alter, was soll denn der Mist?
Ja, so, wo sind die anderen jetzt da vorne? Aber wenn er halt da mal nicht selber sehen wird. So, und wo ist Nummer 3? Oh, ich glaube, da geht es nicht lang. Ja, wo sind die anderen? Taktisch! Alter, ja, lauf halt zu hier! Oh, komm schon! Da kann zumindest man nicht mehr weitermachen, wenn ich ihn verfolge. Hab sie! Du gewinnst, wir geben auf. Du wirst uns nie wieder sehen, wie versprochen. Zumindest nicht hier. Kunst ist für die Ewigkeit und die ganze Arche ist unsere Leinwand. Naja, hat Spaß gemacht. Vielleicht erwischst du uns ja eines Tages wieder. Bomber, kreatives Trio. Wo haben wir da hinten wieder? Ah. Rotschub ist diesmal versteckt. So, wo haben wir denn da vorne? Oh, was haben wir denn da? Medizin. Sag mal, wie kann ich denn da hin? Da oben wieder. Na, dann können wir ja mal vorher hochgehen und aber den verliebten Goggle gucken. So, let's mal gucken ihn. Hier können wir auch labern. Bleibt aufmerksam, ihr zwei. Es geht mir wieder gut. Keine Angst, ich werde dich nicht aufhalten. Das finde ich schön. So, der verliebte Goggle ist wieder oben, oder? Vermute ich mal, bei Brenda ist er auch hier oben. Leppi-Fan. Sanfte Mutter. Da bist du ja. Okay, jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Ich rede mit Brenda. Los, gib mir Rückendeckung. Oh, oh. Oh, hi Brenda. What? Hör doch bitte auf zu weinen. Oh, entschuldigen Sie bitte die Störung. Meine Tochter meint, dass sie unbedingt einen Spielzeug-Lappy braucht, aber die sind ja so schwer zu kriegen. Hey, schau mich nicht so an, ich brauch den für Brenda. Na gut. Hier, Kleine, kannst das hier haben. Was? Ein Lappi-Schlüsselanhänger? Für mich? Klar für dich. Mach nur deiner Mutter nicht so viel Kummer, okay? Okay, vielen Dank, Mister. Ich werde gut drauf aufpassen. Dankeschön, Sie haben mir damit wahnsinnig geholfen. Naja, so viel zu Brendas Geschenk. Hätte eh nicht viel genützt, was immer Brenda durchmacht. Es braucht sicher mehr als ein Lappi-Schlüsselanhänger.
Vielleicht war unsere Liebe von vornherein zum Scheitern verurteilt. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Danke, dass du versuchst, mich aufzubauen. Wenn ich so drüber nachdenke, du warst es auch, die für mich da war, als ich von Olive eine Abfuhr erhielt. Könnte es sein, dass meine wahre Liebe womöglich schon die ganze Zeit bei mir war? Und ziemlich süß bist du auch? Nein. Wie konnte ich nur so blind sein? Es muss furchtbar für dich gewesen sein, mich so zu sehen. Doch jetzt sehe ich es ganz klar. Kannst du mir verzeihen, Liebste? Du bist nicht mein Typ. Uff, so offen, so ehrlich. Genau das liebe ich so sehr an dir. Mann mit Liebeskummer, such dir ein Hobby, ganz ehrlich.